Citroën C3 Picasso. Wenn Ergonomik, Sicherheit und Vergnügen groß geschrieben werden, wie soll man aus einem Würfel etwas Gefälliges produzieren? Citroën hat sich bemüht, diese Aufgabe zu lösen. Ein knolliges Vorderteil, das die Straße verschlingen zu wollen scheint. Die Linie ist eher plump, aber alles zum Vorteil des Volumen, Sicherheit und Sichtbarkeit. So bietet der C3 Picasso, dank eines in drei Teilen Frontscheibe, mit einer feinen und eleganten A-Säule verbunden, eine breite und panoramische Sicht. Wenn der zentrale Teil, mit vier gut dimensionierten Türen, unkompliziert dasteht, kann sich allerdings, als Option, ein panoramisches Glasdach sehen lassen. Der Hinterteil ist eher vertikal und viereckig, eingerahmt durch gut sichtbare Beleuchtung, die im höheren Teil angesiedelt sind. Der C3 Picasso bietet einen leichten und einfachen Zugang zum Koffer an. Ausnahmsweise beginnen wir mal mit diesem. Mit einem Fassungsvermögen von fast 500 Liter als Fünfplätzer, gehört der intelligente Koffer des C3 Picasso bei den Führenden in dieser Klasse. Hintere Sitze gekippt, bietet das C3 Picasso etwa 1500 Liter Ladung und mit einem flachen Boden an. Ein wahres Goliath in seiner Kategorie. Interieur. Beleuchtet durch die unermessliche Verglasung, betrachten Sie aus komfortablen Sitzen Ihre Umwelt. Die Endbearbeitung ist beispielhaft, selbst wenn die Materialien qualitativ verschieden sind. Das Ausstattungsniveau, wie jenes der Sicherheit, werden groß geschrieben. Dank 2,54 Meter Radabstand ist der Innenraum bemerkenswert. Fünf erwachsene Personen werden leicht Platz finden. Wenn im hinteren Teil die Sitze keine große Seitenaufrechterhaltung gewährleisten, sind sie doch komfortabel. Unser Ausdauertest hat erlaubt, es festzustellen. Zahlreichen Ablagefächer hier und da vervollständigen Sitze und Raum, dieses, ohne die Schublade unter dem Vorderpassagiersitz zu vergessen, praktische Sache, um die empfindlichen Gegenstände zu verbergen. Ausstattung. Aus Sicht des Fahrers sind die im Zentrum gesetzten Instrumenten genug sichtbar, auch wenn gewöhnungsbedürftig. Die Ausstattung in der exklusiven Endbearbeitung ist extrem vollständig. Sei es vom Begrenzer und Geschwindigkeitsregler bis zur Doppelzonenklimatisierung, nichts außer Navigationssystem, verfügbar in Option, fehlt. Alles ist da, genauso wie MP3, Bluetooth und USB. Passive Sicherheit ist auch nicht vergessen. 6 Airbags, Isofix-Befestigung für Kindersitzen gehören zur Basisausstattung. Der C3 Picasso bekommt nur 4 Sterne am Euroncap, denn in einigen Ländern verfügt er nicht serienmäßig über ESP. Dies sei aber nicht der Fall für die, die in Schweiz verkauft werden. Technik. Der C3 Picasso ist in 3 Diesler von 70 bis 110 PS und 4 Benziner von 95 bis 120 PS verfügbar. All diese Motorisierungen sind umweltbesorgt. Zum Beispiel die 90 PS HDI-Version nimmt nur 99 Gramm CO2 pro Kilometer ab. Unser Testfahrzeug, C3 Picasso 1.6 HDI Diesel, 120 PS und 240 Newtonmeter Drehmoment, mit Partikelfilter und in, exklusiv, Endarbeitung. Im Laufe eines langen Dauertests, etwa 1500 Kilometern Autobahn, mit stabiler, aber über 100 Kilometern pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit, haben wir weniger als 7 Liter pro 100 verbraucht. Auf normalen Straßen fiel der Verbrauch auf ca. 6 Liter pro 100 Kilometer an. Bequem sitzend, konnten wir die herausragende Qualität der Schalldämpfung genießen, ebenso wirksam wie die Bizone-Klimatisierung und die Fahrhilfen. Sicherlich ist der C3 Picasso kein Slalommeister und die Führung auf kurvigen Straßen wird nicht seine Teetasse sein. Aber in Stadt, auf normalen Straßen und Autobahnen, werden Liebhaftigkeit, Aushaltevermögen und Nüchternheit aus dieser 1.6 Diesler einen eher praktischen Gefährten machen, gut ausgestattet und sehr offen zur Außenwelt. Der C3 Picasso ist ab 20.990 Schweizer Franken verfügbar. Jean-Louis Vidal Autotop.ch 2009